Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rise of Tomb Raider. Wir haben das letzte Mal den Bären besiegt, nachdem er nicht sehr erfreut darüber war, dass wir einen Pilz aus seiner Höhle gestohlen haben. Ja, ich habe auch nochmal geguckt auf der Karte, was uns fehlt. Und im Endeffekt fehlt ja uns im Gebiet halt wirklich einmal die Höhle, wo wir noch nicht rein können. Und zum anderen diese Münzverstecke. Aber wenn ich nicht vergesse mit der Höhle, dann komme ich sowieso her und kann die Münzverstecke im Nachhinein auch noch für mich holen. Also von daher passt das alles, würde ich mal behaupten. Ich habe jetzt auch nicht den Drang, jetzt hier im Projekt alles zu finden an Dokumenten, Relikten und etc. pp. Das, was ich finde, finde ich. Ne? Ich versuche natürlich auch, dass es nicht zu arg ausartet in diesen dieser Sammelwut. Dass ich da so ein Mischmasch aus Sammeln, Erkunden und Story, Action und sowas habe. Mal gucken. Es wird mal mehr und mal weniger von beiden sein, deswegen, ja. Habt ihr ja schon bis jetzt so gemerkt, denke ich mal, oder vom Vorgänger halt schon bemerkt. Kann ich da hoch? Anscheinend, ne? Da unten, das sieht so irgendwie ein bisschen, als wäre ich aus, als wäre ich aus, keine Ahnung was. Aber als wäre ich dann tot. Kann ich hier hoch? Nee. Okay. Ich versuche mal rüber zu springen. Mehr als sterben kann ich nicht, ne? Es war ja so klar, dass da irgendwas dergleichen passiert. Verdammt. Aber wie viele Sachen sie mittlerweile schon ausgehalten hat, das ist Wahnsinn. Oh. Er hat das Land der Russ durchquert. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt. Wartet, bis ich einen Tagesritt entfernt bin und dann weiterzieht. Ich werde nicht wie erhofft vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svetlojar Halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug, versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert. Und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich. Ist aber schon interessant, diese Geschichte über den Propheten noch zusätzlich zu hören. Da kann ich auch ran, oder? Warte mal. Ich weiß gerade nicht, in welche Richtung ich jetzt gehen soll. Ach, lass dich mal fallen. Das sieht mir irgendwie doch so... Nee, ich gehe in die andere Richtung. Weil mir das doch mehr nach Ziel aussieht, deswegen... Ich will erstmal gucken, was in der anderen Richtung ist. Einfach pure Neugierde ist das gerade. Vielleicht ist es auch einfach nur ein anderer Weg. Oder ein Rückweg. Alles möglich, ne? Ah, okay, das ist der Rückweg. Ah, gut zu wissen. So. Vielleicht komme ich einfach runter, ne? Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht drauf. Okay, gut. Glück gehabt. Das war jetzt einfach nur der Rückweg. Aber es ist gut zu wissen, dass es sowas gibt hier. Auch wenn du per Schnellreise eigentlich Scheiße. An jedes Lager kann. Es wird echt kalt. Ja, kann gut sein. Das hier ist so eine Eishöhle und alles. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Das war ein Pfeifpfeil. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Interessant, was es nicht alles gab. Ich frage mich immer noch, was mit dieser einen Frau da los ist. Ob die jetzt tot ist. Die schien ja doch noch lebendig zu sein. Ob wir der noch begegnen oder nicht. Ach, tauchen. Ach, tauchen. Ach. Ah. Ah. Das liebste Hobby, ne? Scheint mal schneller schwimmen. Ja.
schneller geschwommen. Hier haben wir noch was. Was ist das? Eine Peisa. Diente als eine Art Ausweis. Wer sie besaß, konnte im Namen des Mongolischen Reichs sprechen. Drehen wir sie mal um. Hier steht, bei der Macht des ewigen Himmels ergeht dieser Befehl des Reichs. Wer keinen Respekt zollt, macht sich eines Vergehens schuldig. So, und sonst? Ah, noch eine Kiste. Bergungsgut ist hier sehr wenig im Vergleich zu vorher, ne? Ein Lagerfeuer. Einfach hin. Egal, ob dem jemanden gehört oder nicht, ne? Passt schon. Aber sie sagt nichts. Okay, wir können uns auch hier nichts weiter angucken. Ich kann mal wieder Giftpfeile mehr herstellen. Denke ich mal. So. Ja, passt. Zopp. Gut. Das hätten wir. Einmal kurz aufgewärmt. Was haben wir hier? Doch, das kann ich aufmachen. Oh, jetzt. Ah. So, und sonst? Da ist doch auch noch was, eine Kiste. Naja, Kiste. Ein Topf halt, ne? Aber hier ist sonst nichts. Hab ich hier noch irgendwas? Nee, anscheinend nicht, ne? Nee, ist einfach nur so. Dann geht's oben weiter. Ja, wärm dich nochmal kurz auf. Oh, ist das schön warm. Ist das warm? Oh, herrlich. So, jetzt geht's weiter in die Kälte. Optionales Herausforderungsgrab. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Noch ein optionales Herausforderungsgrab. Ich kann hier doch nicht drüber springen. Das könnt ihr mir nicht weismachen. Das ist der einzige Weg gerade. Ernsthaft? Es wirkt immer so, als würdest du so halb fliegen. Eine byzantinische Kriegsgalere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Das ist eine sehr gute Frage. Vor allem, warum fängt sie ausgerechnet jetzt an, so ein bisschen zu brechen und kaputt zu gehen? Wer weiß, wie lange die hier schon ist? Abgrund. So, was haben wir hier? Eis. Überall. Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Herausforderungsgräber. Lösen Sie antike Rätsel? Ja, okay. Na gut, an die Wand da kann ich. Das ist ja gar kein Problem. Was haben wir hier weiter oben? Okay, ich glaube, ich kann mit dem Seil dann irgendwie rüber, oder? Dorthin. Huch. Ach so, nee, ich dachte gerade, da gäbe es einen Weg hoch und runter. Oh Mann. Aber ich kann auch einfach hier so rüberspringen. Brauche ich doch nicht mal. Sonst wäre ich jetzt auf diesem kleinen Steg und dann hier hochgeklettert. Da oben muss irgendwas sein. Das Eisschiff. Oh, ich hasse das. Ich hasse Balancieren. In jedem Spiel. Egal wo. Balancieren ist scheiße. Oh, Pilze erstmal. Dann hier haben wir noch was. Die Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen.
Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Ich habe irgendwie das Gefühl, aus diesem Nickerchen ist er nicht mehr aufgewacht, oder? Wenn ich so die beiden Herren hier mir angucke. Ich weiß nicht, wo ich da hin kann, aber okay. Jetzt gar nicht gewusst, wo ich hier hin kann. Aber da ist anscheinend noch eine Möglichkeit, weiter hochzukommen. Das Eis ist im Weg. Deswegen tippe ich mal darauf, wenn ich das hier benutze. Da kann ich auch hin. Dann hier hoch. Boah, hat das eben geruckelt. Ach, hier ist dasselbe Spiel, ne? Ja. Dafür habe ich die Kiste jetzt beinahe übersehen. Und wieder ein Fähigkeitspunkt. Yay! Schon ein bisschen auffällig, dass ich hier hoch kann. Dass das sich so nach unten bewegt hat. Das jetzt so zur Seite. Habe ich schon mal gesagt, ich hasse Balancieren. Guckt euch das doch mal an hier. Ernsthaft. Lara ist lebensmüde. Oh, ich habe Angst. Ja, geschafft. Das ist jetzt auch nur die Seite, ne? Keine Angst hat, dass sie da irgendwie dafür sorgt, dass es erst recht abstürzt oder so. Wenn sie sowas macht. Das nächste Segel, was wahrscheinlich irgendwie zum Balancieren ist. Aber ernsthaft. Oh, warte mal, was muss ich... Achso. Ah, interessant. Kann man doch nicht reagieren. Huch, 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 huch. Das war so nicht geplant. Ups. Ich muss vermutlich schnell sein. Und dann da hinten, da... hangeln. Aber wie sollen das schnell gehen? Jedenfalls nicht so. Ach, das geht dann... Ach, das geht dann weiter nach oben. Ah, das bleibt eine gewisse Zeit unten. Also, dass ich dran springen kann. Also, zumindest wirkt das jetzt gerade so. Anscheinend nicht. Nicht so, wie ich es gerne hätte. Na, wenigstens sind wir nicht abgestürzt, ne? Ist ja schon mal ein Vorteil. Was war denn das? Ihr wollt nach oben und sie macht das zur Seite, WTF. Lara. Ich muss wieder aufpassen. Aufpassen, wie sie sich bewegt, wie sie geneigt ist. So, okay. So, runterdrehen. Mal gucken, ob wir es jetzt beim vierten Mal schaffen.
dachte eigentlich, das wird der ernste Versuch, ne? Oh ja. Ich hab schon wieder gesehen, dass sie abstürzt. Geschafft. Mal sehen, was da oben ist. Ja, mal gucken. Und das Schiff wird immer noch festgehalten. Und sie hat immer noch keine Angst davor, dass das Schiff irgendwie so locker gemacht wird, dass es plötzlich doch runterfällt. Weil immerhin hat es ja schon Anzeichen gemacht, ne, dass es runterfallen wollte. Okay, wieder auf den Steg. Was heißt Steg? Mast. Dann hier hin und... Ach so. Ich habe das vorhin noch festgestellt, dass hier so eine Eiswand ist zum Hochklettern, die aber blockiert wird. Und was mache ich? Bin so ein Genie. Bin definitiv ganz eindeutig ein Genie. So, okay, ich dachte gerade für einen Moment, da steht jemand und beobachtet uns. Ich weiß nicht. Mensch, Lara. So, jetzt möchte ich gerne wieder runter. Okay, das klappt so nicht. Nein. Nein, 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 nein. Pack das wieder weg. Ich möchte doch nur ein bisschen heil hier unten ankommen. Kann ich mich einfach hier so an der Seite runterrutschen lassen? Wie sie einfach nicht hier rüber will, ne? Oh, Gott sei Dank. Ich habe für einen Moment überlegt, warte mal, da war doch eine Lücke. So, kannst du nicht hoch. Okay, gut. Bin etwas umnachtet, weil ich wurde unterbrochen und kann erst am nächsten Tag hier jetzt aufnehmen. Also beziehungsweise die letzten paar Minuten aufnehmen. Und es ist morgens früh. Ich habe gerade Zeit, muss ich die Gunst der Stunde nutzen. Sieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Warum nicht? Vielleicht wurde es auch nur hingeschleppt. Das kann natürlich auch sein, ne? Das ist wirklich ein bisschen viel. Und da kann ich wieder runter. Aha. Dann wieder auf den Weg zurück. Gut. Was war jetzt hier? Ach, Pfeile. Ach, guck, da ist auch nochmal was. Oh, die Geheimnisse haben wir jetzt entdeckt. Worauf ich eh nicht gucke, während ich hier aufnehme. Oder mich daran orientiere. Vielleicht ein einziges Gebiet, das habe ich ja im Vorgänger auch gemacht. Werde ich vielleicht mal so anhand dieser Karte machen. Aber das war damals auch, weil ich gecheckt habe, was diese Karte dann macht. Ja, damals recht spät. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Jetzt verstehe ich, Rico, was du gemeint hast. Also ich nehme an, dass es darauf bezogen war, weil er hat ja schon gesagt gehabt, Nebenquest geben viele gute Sachen und so. Alte Fähigkeiten schießen sie schnell hintereinander bis zu 2 Pfeilen ab, ohne erst aus dem Köcher einen neuen ziehen zu müssen. Schießen sie rasch Pfeile ab, indem sie nach Abschluss des ersten Pfeils schnell linke Maustaste drücken und loslassen. Ich würde es jetzt gerne vormachen, aber... Ja, ich habe dann immer Angst, dass das so ein bisschen verschwenderisch ist, ne? Obwohl die Pfeile jetzt auch nicht sonderlich viel kosten. Und hier sind ja direkt welche. Okay, ich werde es einfach mal machen. Also, quasi, der erste ist egal. Ah, tatsächlich, sie wollte schon aus dem Köcher nehmen, so aus Reflex, aber direkt danach hat sie wieder einen genommen. Das ist ja cool. Wieso wusste ich, dass wir rutschen werden? Oh, cool. Ist ja praktisch. Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert.
Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Das ist ja praktisch. Rutscht der runter und dann erstmal direkt zu was Sammelbarem. Ja, da war das. Ich muss mich hier orientieren, ne? Aber ich glaube, da müssten wir weiter. Ich gucke nur kurz runter, aber wir müssten eigentlich hier an dieser Stelle kommen, wo ich dann rübergesprungen bin. Ja, okay, bin ich. Ja, ich habe aus Versehen auf linke Maustaste gedrückt, wo man Pfeile herstellt. Passiert. So, da haben wir unser erstes optionales Grab abgeschlossen. Oder generell unser erstes Grab. Egal ob optional oder nicht optional. Oh, ist ein bisschen was hier, ne? Wo wir jetzt hin und her klettern und springen werden. Ich weiß auch nicht, wie viel mir jetzt noch von der Folge davor gefehlt haben. Ich weiß, dass es nicht sonderlich viel war. Ich wollte eigentlich auch nur dann das Grab abschließen und dann wäre das so ein schöner Schnitt gewesen. Aber da ich jetzt hier noch Münzen gefunden habe, werde ich hier einen Schnitt setzen, weil das passt ganz gut. Das speichert nämlich immer nach diesem Sammelzeug. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, dass die Folge dann nicht zu kurz ist. Wenn ihr gerne längere Folgen haben wollt, dann sagt es ruhig, ne? Also, das sollte machbar sein, dass es dann knapp über 20 Minuten sind oder so. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüss, eure Tal.